Hallo, liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserer Pokémon Randomizer Nuzlocke. Ich habe keine Ahnung mehr, wo wir stehen geblieben sind. Ich weiß nur, dass wir wahrscheinlich... Warte mal, bevor wir das Team machen. Schauen wir auf guten Mika. Und der gute Mika meint, wir haben... Ja, das ist egal. Ich will das aufmachen hier. Na so. Einen Orden haben wir. Stark, mit 16 Folgen gefühlt. Einen Orden. Ich glaube, wir waren auf dem Weg rauf in den Wald. Kann mir aber nicht mehr ganz erinnern, ob die letzte Folge eine Grind-Folge war. Wo sind wir gerade? Wir haben Omwat, unser Elevoltec, Level 19, unser OG, Kentucky, das Jungblut. Dann haben wir Cassiopeia, unsere Allzeitwaffe, Level 23, Shillock, The Good Kush, nachdem es irgendwann ist gestorben, letzte Folge, das kann ich noch nachsehen. The Good Kush, unser Endivi, Kratizio und Schneißl Koma, unser Mampfaxo. Das letzte ist hier drin. Na, fuck, falsch geklickt. So, ja, da ist unser Ziel. Unser Ziel ist mal, oder unser nächstes Ziel ist mal der Ewigwald. Oben. Nachdem wir das Kraftwerk befreit haben, ein bisschen gegrindet haben. Schauen wir dorthin. Möchte ich aber zuerst mal Richtung... kurz mal schauen, wer eigentlich gestorben ist. Ich weiß das gar nicht mehr. Ja. Ich habe so das Gefühl, diese Serie ist ein bisschen, streckt sich ein bisschen. Ich bin noch nicht der Schnellste, was das angeht. Aber es ist ein nices Langzeitprojekt, weil da ist mehr gestorben. Mehr gestorben. Ist Gecko nicht tot? Ist Gecko tot? Wer ist tot? Ist irgendwer gestorben? Warte mal. Sekunde, ich schau kurz mein eigenes Video, um nachzusehen, ob irgendwer gestorben ist. Ich möchte jetzt keinen Blödsinn machen und mit Leuten weiterspielen, mit denen ich spielen darf. Moment mal. Habe ich überhaupt schon den Encounter drin gemacht? Ich bin verwirrt. Es war auch bei Harry Potter letztens so. Ich bin extremst verwirrt, weil ich jetzt sehr, fast 2 Monate nicht aufgenommen habe. Oh, shit. Ich rede da über Dinge, die noch nicht passiert sind. Ich war noch nicht mal da drin. Wow, was? Meier. Ich wäre beinahe weitergegangen. Echt? War ich da noch gar nicht? Also irgendwas stimmt hier nicht. Warte mal kurz. Bin gleich wieder da. Ich habe, glaube ich, das falsche Pfeil aufgemacht. Ja, dann macht mehr Sinn. Da macht mehr Sinn. Aber auch nicht hundertprozentig. Ha! Lol. Okay. So, liebe Leute, ich bin wieder da. Es tut mir mega leid. Ich habe einfach fettes falsches Safe-Game aufgemacht. Wir haben hier, da ist jetzt unser richtiges Team. Wir haben Spike, unser Igelava. Ich habe nämlich gegründet, wir haben irgendwie verloren letzte Folge. Kentucky, glaube ich. Gratizio ist noch immer da. The Good Kush ist jetzt ein Lorblatt, Entschuldigung. Schneißl Koma, Cassiopeia, Overwatch. Stimmt, wir haben nämlich Kentucky verloren. Das war's. So, jetzt aber. Wir haben ja dieses... Ich dachte mir nämlich, das haben wir schon längst fertig gemacht. Also längst. What the fuck? Also das erste... Erste Folge ist immer nur Brain. Riesiger Gehirnfurz. Das heißt riesiger Gehirnfurz. Ich kann nicht mehr reden. Gehirnfurz mal 500. Scheiße, Mann. Dass ich das nicht mehr wusste. Guck, das notieren. Weil ich irgendwas vergesse. Ja, ich habe ewig nicht mehr aufgenommen. Heißt deswegen, weil ich ein bisschen rusty, was unseren Spielstand angeht. Aber. Oh, backer. Cool. Aber es sollte jetzt klappen. Wie gesagt, fette Story. Der erste Teil dieser Folge wird einfach nur fett verwirrend sein für alle Beteiligten, die deswegen in einem Rutsch schauen. Mal schauen, wie wir überhaupt drin lassen. Keine Ahnung. Na gut. Aber mit frohem Mut weiter. Machen ein bisschen. Folge ein bisschen länger. Heute, dadurch, dass Prüfungsphase vorbei ist, nur Zeit für Aufnahmen eingeplant, vor allem, weil ich dann ein bisschen was zum Editen habe, im Urlaub, wenn ich zum Editen komme oder in der vorlesungsfreien Phase. Ja, so, aber ich hatte jetzt eigentlich vorher recht, wir sind im Weg Richtung Ewigwald. Da ist eigentlich das Ziel. Nicht schnöder Valley Windworks, sondern wir sind nicht scheiße.
bin ein Maslock, ich kann nichts riskieren. Ich habe schon ein paar unnötige Tode gehabt. Und ich habe ein gutes Team, also... Ich möchte eigentlich nicht gern noch Leute verlieren. Ist Namum nicht, Kamau? Siehste? I'm learning! Shieldon ist. Ah, entweder Schilderus oder. Guck mal dran, weiß gar nicht. Es ist wieder finster, es ist 15:51, Leute. Es ist nicht mehr. Reiner Winter. Wir haben ein nettes Licht jetzt. Links stehen so ein Ringlicht. Das ist ganz cool. Aber sonst habe ich halt keine gute Ausstattung. Ja, das ist der harte Leben. Deswegen kann ich im Moment noch keine Let's Plays aufnehmen in Richtung Switch oder DS, weil mir dafür die Capture Card fehlt. Sponsor me, please. Ah, bis ich dafür mal richtig so Seitkohle habe, dauert ein bisschen. Deswegen ist ganz gut, dass mich diese Retro-Spiele eh sehr interessieren, da ich das gut zum Laufen bringe. Ich meine, viele Retro-Spiele laufen nicht mehr, gerade auf Windows 10 und Windows 11. Ist halt auch kacke. Einen Kampf gewinnen und ist aber jetzt richtig gut. Ja, wie gesagt, jetzt ein bisschen hoch. Dann muss ich den switchen. Hat schon lange Folgen. Ich mag nicht so lange Folgen machen, weil das zahlt mich ja noch nicht. Und normalerweise kann ich auch nicht so lange ein Stück aufnehmen. Eher so zwischendurch, Ding. Es gibt ganz selten so Tage, wo ich sage, ja. Nimm's halt mal auf und mach sonst gar nichts. Boah, mein Gott. Na komm, Spike. Eigentlich noch Potato? I don't know. Gut, so, jetzt aber. Kann jemand anderen als Spitze nehmen als ein Flora-Roma-Typen. Ah, komm. Problem war, ich konnte halt echt nicht so gut grinden, weil ich dann weg musste. Weil das natürlich blöde mal grinden muss, weil dann kommt man nicht auf ein bestimmtes Level. Ja, deswegen bin ich jetzt noch ein bisschen underlevel, das macht mir nicht so viel aus, weil ich glaube, in dem Wald kann man gut farmen und im Wald gibt es ja dann die Alte, die einen heilt. Scheiße, ob ich die vielleicht bekämpfen? Ich hoffe nicht. Die tötet mich. Aber Cassiopeia ist ein Asset. Ich war so müde. Ah, Fatumknoten oder so. Was hat Barbaries mit? Ja, Ornborn. Ah, so. Gimme, gimme, gimme. A man of the midnight. Das ist ein Kampf, wo ich mir denke. Scheiße, ich soll nicht austauschen, weil ich bin 7 Level drüber. Ich
sollte das eigentlich schaffen. Eigentlich. Ich wollte nicht auf Running klicken. Asshole. Irgendwas, was effektiv gegen Elektro ist. Nein, ich kann's nicht. Ein Elektro-Pokémon selbst nehmen, oh what? So. Oh what? 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 Ja, na schau. Motor Drive raised its fucking speed. Okay. Gib ihm. Ja, geht das weiter. Mua, 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 mua. Ich will einfach leben. Ah, oh, kannst du mir in aller Ehrlichkeit nicht verübeln, aber naja. Nervt halt. Yes. Stirb. Scheiß Eichhörnchen. Dankeschön. Folge für mich, die nächste Folge wird nicht actionreicher, das ist dann die Waldfolge. Gemper, Zachary. Ich bin gespannt, ob man. Ja, ich bei Platin kann man ja auch in die Villa hin. Also werden die Villa wahrscheinlich auch machen mit dem Aufwischen. Schauen wir mal. Na schau. So spät ist es ja auch noch mal nicht. Ah, falsch, falsch. Boah. Müdigkeit ist eine richtige Gemeinheit. Alter, das ist ein Crit, das dauert ja ewig. Problem ist halt, ich würde gerne Trainer immer wieder machen, weil die Trainer halt ein easy way to grind sind. Also ich möchte jetzt nicht großartig in Folgen rumlaufen und Sachen bekämpfen im Feld und Wald. Aber die Trainer sind halt schon ganz praktisch. Und so habt ihr ein bisschen Spaß, wenn ihr hier reinscheiße, habt ihr ein paar Tode drin. Ich hab ein bisschen Schiss vor dem Kampf gegen Arke. Weil ich weiß, in den normalen Spielen bekämpft sie dich nicht, aber ich bin fast sicher, wenn Dryano das richtig macht, dass die fix die 6 Pokémon hat. Und das wird richtig übel. Übel, Mübel, Blumenkübel, nicht? Oh, ein Kratzen ist schön.
Pulverfass tatsächlich erst aufmachen werde. So, for the sake of progress will ich den nicht bekämpfen. Wir ziehen. So, dann machen wir jetzt eine Abstimmung. Es interessiert wahrscheinlich jeden, nur drei Leute, dieses Let's Play, aber ich werde jetzt mal beginnen, Trainer nicht zu bekämpfen, weil es für den Pokédex eh scheißegal ist. Und gleichzeitig ich ja nichts bekomme von denen. Richtung Items oder so, zumindest nicht den normalen, glaube ich. Somit bringt es mir eigentlich gar nichts. Und ich kann ein bisschen mehr Progress machen. Kann ich jetzt vorbeilaufen? Nee. Hey, Beedrill. Ja. Aber so beenden sie es, glaube ich, weil normalerweise bräuchte ich so Zerschneider, der hier blockiert und. Ja. Gut, dann blind einfach durch. Das beißt mir so in den Arsch irgendwann. Cheryl Reißer heißt die, glaube ich, auf Deutsch. Ja, ja, ich hoffe es. Oh Gott. Ich hab's nicht gewusst. In den, meinen Gamer-Mode setzen. Cheryl. Oh mein Gott. Wow, war das nicht? Aber das ist lustig, beim Originalspiel ist ja dieses ihr Argument, das mit ihr rumläuft. Ich bin so schwach. Bla, bla, bla. Alter, wenn du so viele 4 Pokémon hast und gar nicht so weak bist, warum brauchst du niemanden, der mit dir rumläuft und Händchen hält? Unless you like me. Oh, scheiße. Wenn du meinen Shilock tötest, töte ich deine Kinder. Entschuldigung, das war ein bisschen extrem. Na gut. Charmeira. Ja, wir switchen auf... Oh, what? Dass Omo dir auf die Schnauze gibt. Alter. Wie lange hat mich der Balken bewegt? Nur dafür ist sowieso passiert. Oh, gibt's eine Nachricht. Keep old moves. Don't teach a dog old new tricks. No dog new tricks. War gerade nicht mehr sicher, ob er Elektroattacken hat. Oh, weil man geht nach Hause. Nach Hamza. Schnitzekoma, sag ich. Gatito, Gatito wurde Psychoattacke. Er ist Level 14. Oh, was will ich nicht machen sollen? Fuck. Ja. Abort Mission. Abort Mission. Lieber nicht. Ja, Moe bringt dir nicht viel, wenn ich sowieso nicht angreife, du Scheißkerl. Break, 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 brickety, brackety, brook. Brook, brick. Alter, Super Potion. Ich kann nicht Progress machen, wenn die mich alle nerven. Aber wir kriegen einen Counter hier. Stimmt. Nicht vergessen, wir kriegen einen Counter hier. Wir haben so Listen noch liegen gehabt, überzeugt, die noch machen konnte. Ich hab keine Ahnung, wie sie. Ist ja Allgäu. Ist ja auch Allgäu. Alter, das ist richtig peinlich. So, 2400 for winning. Ah, marvelous, ja. Yeah.
das, was ich sage, macht Sinn, aber sie ist ja eh nicht so schwach. Danke. Also der Encounter wird halt kacke. Kann ich mir dann aussuchen, welches ich will? Weil es gibt ja dann theoretisch zwei, die in den Kampf kommen. Naja. Wie gesagt, ich versuche jetzt so viel wie möglich keine Trainer zu machen. Im Sinne des Progress. Scheiße. Gut. Unser Encounter für den Ewigwald ist entweder... Oh, ich habe einen klaren Favoriten. Ein Knackleon wäre schon sick. Knackleon wäre schon sick. Wenn du Knackleon tötest, ich töte deine Kinder. Nicht ernsthaft, natürlich. Du Wichser! Ja. Oh. Mann. Also ein Nastlog ist so zum Kacken und nicht mein Mino bleibt drin. Das tötet Mino wirklich. Wenn du das Mino tötest, ich töte dich. Bitte sei paralysiert. Bitte! Chanaira ist so ein Schwein. I hate it. Mit einer labbrigen 200 Erfahrungspunkte nicht. Kann ich den ausweichen? Wie gesagt, wenn ich grinden würde, würde ich hier zurückgehen, aber es bringt ja nichts überall. Wie gut wäre der Encounter gewesen? Wie gut wäre denn das gewesen? Wie gesagt, ich versuche jetzt in den nächsten Folgen ein bisschen mehr Progress zu machen, ein bisschen mehr auch zu zocken. Ja, in den nächsten Folgen mal schauen, wann die nächsten kommen. Ist doch mit Harry Potter 2 einfach ein Projekt, das irgendwie A, mehr Spaß macht und B, irgendwie mehr Leute interessiert. Mal sehen, nicht wahr? Ach. Ich denke mal, also von der Zeit wird das letzte Encounter sein, oder das Encounter, letzte Begegnung sein, die wir machen, und dann danach. Ist da quasi time to rest. Chanaira ist so ein Schwein, Alter. Kugelrunde Kackwurst. Kirby abklatscht. Alter, und wir haben 6 Pokémon. It's a pain. It's a pain. It's a pain. Nein, warum nicht den Protect haben? Ich will, dass die Kämpfe schnell vorbeigehen. Boah, richtig schlecht gelaunte Folge. Es tut mir echt leid. Ich bin einfach so froh, dass ich Cassiopeia habe. Cassiopeia knallt hier alle so weg. Es ist so schön. Und auch Chanaira, ich verstehe nicht, warum Reisa wartet auf irgendwen anderen, der sie da durchbringt. Weil sie ist eh strong. Sie hat gerade 5 Eier eingefroren. Oder 6 Eier sind das. 1, 2, 3. Aber das da hinten zählt, ich glaube, es ist ein bisschen tot, das da hinten. Aber ich kurz betonen, wobei werden ja auch aus Eiern geboren. Da kommen 6 Eier aus einem Ei. Das ist der ultimative Eggpocalypse. Ich bin froh, wenn ich mal ein Ei habe, wo 2 Ei gelb drin sind. Ja, so ist es. Übrigens, weil ich sie im Bildschirm sehe, wieder meine Liebe für Civilization 5 entdeckt. Wollte eigentlich es meiner Freundin zeigen, weil wir immer wieder so Katan, Risiko spielen und ich wollte ihm quasi mal ein bisschen belebtes Strategiespiel zeigen. Haben wir auch gespielt, aber jetzt bin ich hängen geblieben wieder komplett. Und den Football Manager ein bisschen anpisst in der Freizeit, so PC-Game-mäßig, weil man immer wieder FM'd wird. Spiele ich jetzt Civilization und bumse die Welt als Deutschland durch. Bismarck, 5. Teil. Gut, und dieser Abmord eigentlich, sind wir jetzt fertig mit dem Kampf. Das war's jetzt wieder mal. Die Folge war gut, wir haben Progress gemacht, wir sind im Wald, wir haben Reißer besiegt, wir haben keinen Encounter gehabt, oder doch eigentlich, aber keinen gefangen. Nächste Folge dann wieder mit mehr Motivation Richtung
Ende Ewigwald, Richtung Geistervilla und vor allem Richtung Zweiter Orden, wo wir endlich mal hinkommen sollten, because it's Folge... keine Ahnung wie viel. Na, mal sehen. Auf jeden Fall, alles Liebe euch. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.